Okay, also wir können hier jetzt durch. I've been playing around with this machine that absorbs the particle clouds. Ah, jetzt haben wir auch eine Übersicht, wie viele Rätsel wir gelöst haben. Das zeigt uns, in welche Richtung die Rätsel sind. Da ist irgendwie so ein Tor noch eingezeichnet und wir haben nur zwei Dreiecke. Ach, kein Portal, eine Brücke. Okay. Ich hätte echt erwartet, ich bin hier alleine. LOL! Das ist die neue Tetris-Geschichte. Wow. Aber sehr cool. Sehr cool. Begeistert mich ja leider. Interface-Inhalt verfügbar. Brückenring. In der Simulation gibt es auch Tetromino-Rätsel, wenn auch in anderer Form. I noticed. Okay, wir haben Fragezeichen auf der Map. Wir haben die Nummer 8, alles klar. Ich hoffe, die Sterne werden so nicht verzeichnet. Das wäre cool, wenn die immer noch komplett secret sind. Handflächenlaser benutzen. Ah, okay, das sind die Terminals, alles klar. Aus Leben des der ersten Gefährten von Randolph. Lithrasir ist womöglich der geheimnisvollste der ersten Gefährten. Der Wanderer und Mystiker ließ Neu-Jerusalem hinter sich und erkundete die schroffen Fernländer auf eigene Faust. Dabei zeichnete er seine Gedanken auf. Die Aufzeichnungen brachten ihm eine Gruppe von treuen Anhängern ein, denen er versuchte, seine Weisheiten zu vermitteln. In den unruhigen Zeiten nach dem Verschwinden der Gründerin machte sich Lithrasir und seine Schüler zu Fuß auf dem Weg zum anderen Ende der Welt. Seitdem hat man nichts mehr von ihnen gehört. Ah ja, wessen Base wir hier wohl gefunden haben. Okay, das wurde anscheinend aufs Interface. In arriving on this island. The pleasure of being the first to step foot here in hundreds of years. It is a genuine pleasure, and yet it is also banal. My presence here is of no more significance than that of every other animal. These rocks do not care who walks here, and the millennia between the presence of our ancestors and my brief journey are nothing to them. But even putting it this way is wrong. It is not that the rocks do not care, it is that in some sense they do not exist. I may stand in awe of the cliffs on the southern coast, but the cliffs cannot look back at me with contempt. They cannot do anything at all. Okay, und die blauen Hände sind dann genau die Terminals, die dann verzeichnet werden auf der Map. Frösche! Sehr froschige Frösche. Inhalt verfügbar. One Cave hat also eine Aufzeichnung von Lithrasir. Der seltsame noch dazu. Ich weiß, er gehört zu den ersten Gefährten, aber ich weiß sonst nicht viel über ihn. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, denke ich. Kann das jemand erklären? Er hatte eine ungewöhnliche Sicht der Dinge. Selbst zu Beginn, er reiste viel und war oft Jahre unterwegs. Er baute eine Art mobile Ladestation, damit er nicht so oft in die Stadt zurückkehren musste. Was allerdings riskant war, da die Totalzellen dazu neigen, schnell kaputt zu gehen. Aber er hatte kein Problem damit, notwendige Risiken einzugehen. Und im Sinne der Entdeckung betrachtete er sie als notwendig. Dokumentierte beim Erkunden seine Gedanken und veröffentlichte sie nach seiner Rückkehr. Im Laufe der Jahrhunderte scharte er Anhänger oder Schüler, wenn du so möchtest, um sich. In der Zeit, als Athena verschwand, verließen sie die Stadt ins Ungewisse. Seitdem haben wir nichts mehr von ihnen gehört. Ist die Aufzeichnung einer der Veröffentlichten? Nein, soweit ich das weiß. Vielleicht wollte er sie ausrangieren. Oder es war etwas, was er nur mit engen Freunden wie Athena teilte. Danke, das war informativ. Yes. Yes, it was. But frogs, though. Ja, das hat bestimmt auch einen Sinn, dass sie hier rumhüpfen. Okay, da hinten ist wieder eine Treppe, könnte man einfach wieder hoch, alles klar. Man sieht schon, ich versuche direkt außerhalb der Fragezeichen und sowas hier zu erkunden, weil... Nice. Hier habe ich größere Hoffnung als auf dieser Hub-Map dann. Deswegen war die auch so leer, weil das tatsächlich nicht die eigentliche Erkundung war. Bin mal gespannt, da hinten geht es sehr weit weiter.
Das wird einen guten Teil Zeit hier einnehmen. Haha. Ich sehe schon. Ein wichtiger Teil der Erkundung ist das Erkunden. Für weitere Tipps im Leben fragen Sie mich jetzt. War dann doch wiederum recht leer, ne? Aber Frösche, though. Frösche. Ich frage mich, ob das Menschen sind eigentlich, sozusagen, quasi. Auf so einer moralischen Ebene, weißt du? mir geht's gut. Mir geht's gut. Da leuchtet was blau. Blaues Leuchten ist immer gut. Gib, 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 gib. Muss ich dir folgen? Ich folge dir mal. Da oben? Okay, okay. Oder muss ich dich sogar fangen? Ja, ganz einfach wird's nicht. Where we going? Where we going? What we doing? We zoom in. Wir zoomen ein bisschen weit. Ah, zum Glück ist das Wasser extrem flach aus irgendeinem Grund. Hello. 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 Question mark. Ach ja, schön. Wir wobbeln dann mal quer über die Map, I guess. Haben wir ein Ziel? Wenn du jetzt nur in einem sehr, sehr großen Kreis fliegst, ne, dann bin ich ein bisschen mad. Und bis jetzt sieht das ja relativ produktiv aus, was wir machen. Es fällt mir relativ schwer, dir zu folgen. Dann halt später, wehe, du bewegst dich weg. Wir sind zu früh. Goddammit, wir sind zu früh. Schwierig, und ich habe halt auch kein Speichersymbol da gesehen. Das heißt, falls ich es nicht übersehen habe, war das wahrscheinlich nichts, was gespeichert wird. Dann muss ich das zum nächsten Mal wieder verfolgen. Weil ich hatte jetzt nicht vor, so sau viele Rätsel zu machen, dass wir auf die andere Seite kommen heute. Doch eigentlich nur mal kurz und so und dann, ja. Yes, yes. Stuff was happening. Da drüben ist eine Statue. Das könnte eins der Fragezeichen sein. Bäh. Ups. Bin gefallen. Sie haben nichts gesehen. Watsch, 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 watsch. Gut, dass ich diesen Hinweis mit. Dass ich diesen Hinweis mit nicht ins Wasser gehen ernst nehme. Nach Symbol eher ein Stern. Finde mein Geschöpf und folge ihm, bis es dich zu mir zurückführt. Du bist Prometheus, oder? Okay. Dann muss ich wahrscheinlich echt über die Brücke und das Ding hierher bringen. Aber er gehört dann auf jeden Fall zu dem blauen Blobbel, würde ich mal sagen. So meine aktuelle Theorie, weil ich so gut wie nichts von der Map gesehen habe und das das Einzige ist, was drauf passen wird. Also eine auf jeden Fall sehr fundierte Theorie, über die ich lange nachgedacht habe. So. Ein Seitenblick auf die Uhr verrät mir, ich habe noch etwas Zeit. Aber das scheint der Rand der Map zu sein. Finde ein altes Artefakt der Menschen. Neuer Interface-Inhalt verfügbar. Wir haben ein Dreirad gefunden. Sammelobjekte, okay. Vermutlich für Kinder oder Haustiere gedacht. Ich tippe auf Haustiere. Okay, das sind die Dateien. Das ist die Sprachdatei. Okay, okay, okay. Interesting. Das Game hat dadurch auf jeden Fall mehr Content als der erste Teil.
sondern man hat mehr unterschiedlichen Kram einfach. Mehr unterschiedliche Arten und Weisen, was man so sammeln kann, was man machen kann. Das haben die auf jeden Fall ausgebaut. Und bis jetzt finde ich die Sachen ganz decent. Also ich denke nicht, dass ich jetzt unbedingt auf die Suche nach allen Sammelobjekten gehe oder so. Aber it's nice to have, so why not? Würde natürlich Leuten furchtbar auf den Zeiger gehen, die so 100% Vollständigkeit immer in allem brauchen, weil die sonst nicht auf ihr Leben klarkommen. Zum Glück geht mir das anders. Ich bin fein damit, Dinge nicht zu tun, auf die ich keinen Bock habe. Ich komme damit klar. Okay. Okay. Ich habe richtig Bock, diese Maps zu erkunden. Das ist ja cool. Also diese Erkundung hatte man in dem Stil halt im ersten Teil nicht. Guten Tag! Komme, um ihre Geheimnisse zu klauen. Yes. It is. Ist das ein Gebäudeplan? Es geht auf jeden Fall tief runter. Maybe there's something that'll help us understand who built this place. They have to have left something behind. Ich weiß nicht, was für Terminals du gesehen hast, aber hier ist eins. Ist das wieder ein Hinweis auf ein neues Item? Alter, hat er gerade ein Loch in die Wand gebrannt. Eiskalt. Kilo-Jahr-Ereignis. Das werde ich nicht komplett vorlesen, das ist mir zu viel Text. Ich glaube, ich scroll das einfach ein bisschen. Fehler. Eine solche völlig natürliche Dürre würde ausreichen, um neue Jerusalem für immer auszulöschen. Ja nun, und hier ist wieder ein Hexcode. Also. Gucken wir mal, ob ich da irgendwann dazu komme. Vielleicht, ne, in der Nachbearbeitung könnte ich ja dann das quasi einblenden, die Übersetzung von dem Text, aber ich weiß es nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich es schaffe. Gerade wenn es wirklich viel wird, was durchaus sein könnte, was immer mal wieder vorkommt. Gründerin und die ersten Gefährten. Es ist interessant, wie man aus etwas, das 90% wahr und 10% falsch ist, etwas erschaffen kann, was zu 100% irreführend ist. Eigentlich ganz normal. Niam, hä? Nehmen wir Projekt 2. Ja, okay, wow. Basislager errichtet. Da könnten halt interessante Infos drin sein. Ach man. Aber ich, keine Ahnung. Aber so kriegt man auf jeden Fall mehr Background dann wieder. Hier ist noch eine Tür. Serverraum? Klingt sogar so, als würde der Shit noch laufen, ey. Naja. Nicht sehr interaktiv, der Raum, aber nun gut. Schulter zucken und wieder raus, würde ich sagen. Zur Kenntnis genommen. Irgendwie ein bisschen viel Aufwand und ein bisschen viel Umgebung für das, was am Ende drin war. Aber why not? Ist halt auch Erkundung, ne? Hier habe ich halt noch ein Fragezeichen, das ich sehen kann. Das müsste aber da oben sein. Wie kommen wir da hin? Sackgassen werden immer abgegangen. This way? Maybe? Das Ding scheinen die auch zu mögen irgendwie. Wer auch immer das hier gebaut hat. Das ist der Gerät. Der Gerät ist sehr wichtiger, diese Dreieck. Okay, das ist eines von diesen Dreiecksymbolen. Das interessiert mich jetzt. Was bedeutet das? Aufstieg. Das ist also nochmal ein extra Rätsel. Nö, damit kann man eventuell Bonusräume und so freischalten. Alles gut. What? What are you talking about? Verlorene Rätsel. Einige Rätsel sind eben im Rest zusammenhängend.
Sie funktionieren dennoch und können genutzt werden, um das Brückengerät anzutreiben. Sollte möglich sein, den Turm zu erreichen, ohne jedes Haupträtsel zu lösen. Ich bin verwirrt. Also die kann man statt einigen Haupträtseln lösen und das ins Brückenbau benutzen. Es muss doch noch einen anderen Sinn haben. Das kann doch nicht alles sein. Okay, da ist noch ein Connector, den kriegen wir aber nicht raus. Also nee, Moment, das ist ein Connector, das hier ist ein RGB-Umwandler. Großer Unterschied. Ich müsste also ein rotes Signal mit dem Connector hier reinbringen, um die blaue Tür aufzusperren. Die Frage ist, was bringt mir das? Weiß ich noch nicht. Eigentlich kriege ich nur ein blaues Signal rein. Okay, aber das ist ja auch okay. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Damit kann ich ja hier rausholen. Den. Wo ist du? Damit das Ding erstmal rausholen. Muss man nicht mal um Ecken denken. Das ist ja bisher einfach nur. Genau, und dann brauche ich hier blau. Und da habe ich rot. Das heißt, jetzt muss ich definitiv den grünen anlegen. Auf ihn, das kann ich ja machen. Er muss auf jeden Fall hier hinten stehen. Genau. Wir brauchen einmal grün, Sire. Problem. Wir haben kein Grün. Hat die nicht irgendwo grün gesehen? Da. Schade. Okay, dann müssen wir das anders machen. Dann muss ich ihn hier benutzen und wir brauchen blau. Ich weiß noch nicht wie, to be honest. Aber irgendwie. Gleichzeitig können wir das Ding aber nicht offen halten. Ich kann also auch nicht blau machen. Okay, das ist interessant. Und ich kann da keinen raufstellen und Multifunktion machen. Zusammen mit der Kiste. Nicht, dass die Kiste hier irgendeinen anderen Sinn haben könnte. Okay, let me see. Also ich muss blau da hinten hinkriegen. Und das heißt entweder Connector oder... Dass die Dinger jetzt Geräusche machen, nervt mich ein bisschen. Entweder Connector oder... Umwandler muss da stehen. Entweder muss ich also grün auf den Umwandler geben oder blau auf den Connector. So. Ja, ich weiß, soweit waren wir schon. Ich denke nur gerne laut. Aha, ich habe eine Idee. Wir machen das Ding nochmal auf, weil das kann ich... Obwohl... Das kann ich ja mit dem Umwandler offen halten. Moment. Wenn ich das jetzt mache... dann ist der Laser im Weg. Das ist, glaube ich, tatsächlich ein Problem. Weil ich wollte jetzt das machen. Und das funktioniert ja nicht. Schade! Das war voll die gute Idee. Aber die kreuzen sich. Das könnte ich höchstens machen, wenn ich den jetzt hier auf die Kiste stelle. Aber dann habe ich nichts hier, was auf der Plattform stehen kann. Why so complicated? Why is this so complicated? Hey, I like it. Vielleicht denke ich auch zu kompliziert, aber bisher nice. Moment, jetzt mal überlegen. Ich weiß, selten. Nee, ich kann grün auch nicht hier um die Ecke holen. Grün ist strikt hinter der Wand. Ich kann ihn nicht von hier sehen. Ja, das ist ja wild. Das ist ja wild. Moment, doch, ich habe eine Idee. Ah, falsch rum gedacht habe ich erst. Ich glaube, wenn ich das Wissen um das Strahlenlichtkreuz aus dem Tutorial, ne? Wir geben den hier mal eben auf hoch. Dann könnte ich vielleicht mit dem hier kombinieren. Ja, we got it. Okay, das ist der Trick. Mega nice. Okay,
Alter, wenn das die Komplexität des Games ist, wir sind in der ersten Region und die steigt noch, oder wird zumindest beibehalten, I'm all here for it. Absolut geil. Genau der Scheiß, auf den ich Bock habe. Let's see where it leads. Das geht aber trotzdem nur zum Gate erstmal. Okay, aber wir können ja trotzdem dann mehr lösen, als wir lösen müssten. I collected so far. The soil sample results are in line with what would be expected in this type of environment. The samples from the above ground structures though, I tried dating them, but the results just don't make sense. None of the typical molecular markers are present. These walls could have been made 10,000 years ago or yesterday. I could try to estimate an age based on erosion and plant growth, but I'm not sure that would make sense given how weird everything else is. Good work, Yakut. Keep at it. The fuck are you? So eine Illusion in der Nebelwolke, so eine Projektion, keine Ahnung. Ha? Interessant aber. Ich kann mit denen nicht irgendwie interagieren, ne? Nö. Das ist halt so eine von den Minen eigentlich. Ich frage mich, was es damit auf sich hat. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Yes, indeed, we walking. Statue. Ah, naja, es ist wieder die Bahn, mit der wir hergekommen sind. Ich habe viel zu viel Bock auf die Fragezeichen so. Nächste Folge wieder Rätsel, Schulli, trust me. Dieser Kunde macht viel zu viel Bock. Okay, da habe ich eine Dampfmaschine oder so. Zumindest ein Antriebsteil davon. Unbekannte Maschine. Könnte ein Antrieb von einer Dampflok gewesen sein. Bin mir nicht ganz sicher, wie die aufgebaut sind. Ui. Okay. Aha, aha, aha. Das Fragezeichen ist out of reach. Jumpen wir also einfach runter. Was soll schon schief gehen, richtig? Richtig. Ich fühle mich gut, weil ich sehr systematisch erkunde und nicht überhaupt chaotisch oder so bin. Yes. Ich freue mich, dass du da bist und ich irgendwie, keine Ahnung, Interaktion habe. Wie bewertest du die Megastruktur? It's big. It's too big. Kein Scheiß. And it's got a lot of energy running through it. Frankly, I think we should be pooping our robot pants. See. That's what I mean about the language libraries. Pooping our pants. Really? Ich habe verstanden, dass du keine Metaphern magst. Gibt es Fortschritte bei den Teilchenwolken? Yes, but I'm not liking the results. Okay. Confusing, irritating, infuriating. Take your pick. Details. Jetzt gib mir die Ergebnisse doch, oder ist es einfach nur, ich finde die scheiße. Ist das dein wissenschaftliches Ergebnis? Hast du dir eins der Labore angeschaut? I did. It's interesting. The tech is a bit older, but it's been heavily modified to be more efficient. And it's not the kind of hack job you'd expect either. Whoever did this knew what they were doing. We could probably learn something from them. Okay. Woher könnte die ganze Technologie kommen? I guess it could be discarded New Jerusalem tech. The mayor made us throw away a bunch of stuff that was perfectly fine, if you ask me. But I'm not sure. I'll check to see if I can find any serial numbers and I'll get back to you. All right. See ya. Auf jeden Fall alles sehr faszinierend und cool gemacht erstmal. Also ich habe das Gefühl, dass es halt alles, was das erste Spiel gut gemacht hat,
und noch mal ein ganzes Stück aufgedreht. Und das ist ja eigentlich genau das, was man von der Fortsetzung will. Also auf jeden Fall sehr solide. Jetzt bis auf, dass mich halt die Grafik so ein bisschen stört. Aber das ist halt auch so ein... Geh zu Nummer 3. How about no? How about random Erkundungstour? Huh? Okay, das ist Nummer 7. Später, Peter. Auf den Wegen gehen wir noch genug. Haha. Ah, ich habe den zweiten Dreieckslevel gefunden. Das sind wahrscheinlich die schwersten und ich mache die einfach zuerst. Interkonnektivität. Erstmal die einfachen Türen öffnen. Blob. First Sweep Blob. Okay, der wird von dem gehalten. Dahinter sind zwei, da bräuchten wir grün. Noted. Was ich auf jeden Fall erstmal machen kann, ist ein Level hochgehen quasi. So, weil jetzt brauche ich den auf jeden Fall nicht mehr. Hm. Die würden sich wieder kreuzen. Ich könnte den nutzen, um rot hier rüber zu geben. Und dann hätte ich hier blau und könnte ihn auf grün geben. Ja, das ist ziemlich nice. We need red. Wand. Wände sind illegal! Scheiß auf Wände! So. Grün will ich verballern. There we go. Und mit zwei Konnektoren. Yep, connect. Okay, und hier brauchen wir grün und blau. Das hatte ich eben noch gar nicht realisiert, dass das da ist. Ah, okay. I see. Da wird das so ein bisschen... Wäre das dann so ein bisschen über Kreuz alles? Ja, ich glaube, das ist machbar, wenn wir hier einen Connector platzieren, der uns eine der beiden Farben rausgibt. Ich würde sagen... Es überkreuzt sich ja trotzdem eigentlich. Leg erstmal blau drauf. Ich weiß noch nicht, ob das geht. Achso, doch, ich glaube, das geht. Wenn wir jetzt hier blau da drauf geben. Nee. Alles abwählen, genau, zack. Ich kann da blau oder grün haben. Oder? Nein, nur blau. Ich kann da nur blau haben. Ich kann hier nur rot haben. Quasi. Grün hatte ich nur per Combo. Eine grüne Quelle gibt es hier nicht. Okay. Das heißt, so oder so werde ich den für grün brauchen. Und zwar darüber. Das ist ja was, was wir machen müssen, theoretisch. Ups. Das muss ja irgendwie gemacht werden. Gleichzeitig muss ich aber blau hier rüber kreuzen. Schwierig. Also ich habe ja noch zwei Konnektoren übrig, ist das Witzige. Also... First of all, this. Damit haben wir den offen. Der rote... Ne, da muss ja nur einer auf dem stehen. Von hier kann man aber den anderen nicht sehen, genau. Aber ich könnte die blaue Quelle sehen. Okay. Das heißt, der ist theoretisch machbar. Und dann könnte ich... Ich habe einen Connector zu wenig, aber die Idee war gut. Ich habe einen Connector zu wenig. Cake wait. Ne, habe ich nicht. Das ist ja der zweite. Ah, alles gut. Ich habe nur mich irgendwie verpeilt. Dann kann ich nämlich den da reinsetzen. Und dann gehen wir mit dem hier rüber. Zack. Easy! Das sind doch quasi Tutorial-Levels. Quasi. Sehr schön. Sehr schön.
Ich mag die. Der war gefühlt einfacher als der letzte, aber ich wusste auch ein bisschen besser, was erwartet wird. Von daher, der zweite ist immer einfacher als der erste. Wenn man zwei auf gleichem Niveau hat, finde ich. Mit den gleichen Items. Außer die Idee ist halt eine komplett andere, aber im Großen und Ganzen war ja das Skillset so, ne? Weißt du? Das war ja ziemlich same. Blub, blub, blub. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin am Arsch der Welt. Mir gehen auch langsam so die Fragezeichen aus. So ein bisschen. Ich würde halt ganz gerne gleich irgendwo... Das ist halt das Problem bei so einem Autosave-System. Ich muss halt genau darauf achten, wann es gespeichert hat, wenn ich eine Folge beenden will. Und meistens kriegt man dann nachher noch Hintergrundtexte, die man dann liest, nachdem das Game schon gespeichert hat. Auch ein bisschen unglücklich. Aber, naja, wir werden sehen. Warum Wand? Da ist Fragezeichen. Warum Wand? Wand ist illegal. Wieder so eine Statue. Ich frage mich, ob die noch einen Sinn haben später. Oder ob die echt nur Deko sind und einfach in random Orten rumstehen. Um mich zu verwirren. Bösartigerweise. Sackgassen City acquired. Wo zum Geier bin ich, Mann? Okay, wieder am Zentrum. Original die Frage, 2 Sekunden später. Ach ja, da war ich schon. Interessanterweise ist hier, wo die Reise-Dingsbums, Schnellreise-Geschichte ist, ein Fragezeichen. Huch. And it's gone. Das ist nix. Ich bin überfordert. Warum sind hier überall Wände? Manno. Nee, das verschwindet immer vor mir. Es muss irgendwie unter uns sein. Wie kommt man da hin? Schwierig. Schwierig. Hallo. Ich kann sagen, du hast gerade eine Sprechblase. Möchtest du ein paar dieser Rätsel lösen? Oh no, please, no puzzles. I'm so bad at puzzles. I barely got out of the booting process. Elohim thought I might be defective. Achso, er hat gerade so das Tutorial bestanden, okay. Wie weit warst du bisher von Neu Jerusalem entfernt? It might be this. Although there was an expedition to a superconductor storage facility up north, incredibly well preserved, but the logistics were an absolute nightmare. Now that I think about it, there might be some of that in you. Interesting. Hast du bei deinen Rätseln jemals sowas wie die Megastruktur gesehen? Some pretty amazing things. Huge cities, factories, mines, monuments to their history, but nothing quite like this, no. Okay, cool. Irgendwie hat das was, dass sie so random rumrennen und man denen ab und zu über den Weg läuft. Gerade wenn man selber in so einem random Laufmodus... Ja, okay. Hier wäre Nummer 3. Das würde sich schon anbieten dann. Wen habe ich hier gerade rumlaufen? Ah. Tell me, what did you make of New Jerusalem? Es wirkt wie ein Museum, ehrlich gesagt. Das stimmt schon. That's what happens when all you can think about is the past. We had such ambitions in the beginning, but now it's all turned inwards. We've lost faith in ourselves, in our humanity.
All we need to do now is finish that dome and we'll be trapped in our perfectly neat little tomb. Kinda. Of course, ask away. Was hältst du von der Megastruktur? It's a mystery. Not just because it's technologically far ahead of us, but because we genuinely don't understand its purpose. And I think that's wonderful. It's just what ich find's blöd, dass sie jetzt Rätsel sowohl die Übersetzung für Mystery als auch für Puzzle ist. Und das sind ja sehr unterschiedliche Sachen. Ein Puzzle oder ein Geheimnis. Also, ne? Und beides wird mit Rätsel übersetzt anscheinend. Deshalb weiß ich nicht genau, wie die Frage jetzt gemeint ist, aber ich vermute die Puzzle. When Alexandra Drennan was trying to find a way of creating true AI, she stumbled upon the idea that curiosity and playfulness are core characteristics of intelligence. So she built the simulation around a game, because playing is part of what makes us human. We also retain some of that code, as I'm sure you noticed when you were booting up. Because of that, puzzles have always been important to our culture. To me, they represent the idea that the application of reason can lead us forward. None of which explains why these puzzles are here or who built them, but I think it shows that there must be some kind of intent behind them. Ich sage, das ist wahrscheinlich der nächste Test. Genau, was er sagt. Das ist blöd. Ich ahne, das ist eine Falle, weil ich ihm zu sehr zustimme. Die Freundschaften, die hat Alcatraz, mutet seltsam an. Because we disagree on just about everything, you mean? Well, here's the secret. Al is honest. He believes what he believes because it seems right to him, not because it gives him power over others. I respect that. In fact, I prefer that to someone who agrees okay, with me, Byron ist echt der Charakter, den man mögen sollte, glaube ich. Das ist, glaube ich, der, den man mögen soll. So. Ich bin jetzt... Weiß noch nicht, was ich mit dieser Info mache. Gründung. Ja, okay. Also ich werde die ganzen Texte nicht vorlesen. Wie gesagt, ich zeige die dann einmal. Kleine Schritte. Das müsste ja wieder Speicherpunkt eigentlich auslösen. Und da würde ich dann, glaube ich, heute mal Feierabend machen. Und dann machen wir wahrscheinlich die Rätsel nächstes Mal. Ein, zwei Fragezeichen haben wir noch. Dann, wenn wir die Brücke gebaut haben, die Geschichte mit dem Stern vermutlich, wo wir die Pixel verfolgen müssen. Ich hoffe mal, das ist das. Weil bisher habe ich noch nicht viel anderes gefunden. Ja, da wurde gerade gespeichert. Ups. Perfekt. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.